Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. Ab heute wird sich einiges auf diesem Kanal ändern, denn wie viele schon wissen, geht es ab morgen nach Thailand. Für mich heißt es jetzt erstmal packen und natürlich noch ein Video drehen, denn die Reise dauert ziemlich lang. Wir fliegen die ganze Nacht durch und deswegen muss ich natürlich schon ein Video im Voraus filmen, damit ihr jeden Tag hier auch Content habt. Und es ist ja auch meine Challenge, dass ich jeden Tag ein Video hochlade. Und deswegen muss ich halt heute mehr als ein Video produzieren. Aber jetzt wird hier erstmal gepackt. Ich habe mir einen neuen Koffer bestellt. Das sieht ein bisschen interessant aus. Der ist gefühlt hier oben fast quadratisch. Ich hoffe, der hält was. Der war nämlich echt teuer, weil mein letzter ist leider kaputt gegangen beim letzten Flug von Dubai. Und genau, hier noch ein kleiner Handgepäckskoffer, wobei ich den mit abgebe. Das Coole ist nämlich, wir fliegen Business Class und dürfen 40 Kilo mitnehmen. Ganz egal wie viel Koffer, deswegen gebe ich die beiden auf und nehme wahrscheinlich noch einen Rucksack mit. Ach ja, und was wird jetzt konkret hier auf diesem Kanal passieren, wenn ich in Thailand bin? Also es wird auf jeden Fall weniger diese informativen Videos geben, die es jetzt aktuell gibt. Ich hätte natürlich jetzt schon die ganze Zeit gevloggt, aber es gibt einfach nicht so viel zu sehen hier in Deutschland. Aber jetzt geht es nach Thailand, deswegen wird auf jeden Fall viel, viel mehr gevloggt. Ich werde euch viel mehr aus meinem Leben zeigen. Wir werden hoffentlich versuchen, auch viel zu unternehmen, nicht so wie das letzte Mal. Wir waren nämlich schon zweimal in Thailand tatsächlich und ja, vorhin jetzt das zweite Mal waren wir einen Monat in Thailand und haben gefühlt nichts gemacht. Wir waren jeden Tag essen und das war's. Deswegen müssen wir diesmal echt ein bisschen mehr unternehmen, damit hier auch coole Vlogs zustande kommen. Und genau deswegen werde ich einfach ein bisschen zeigen, was wir machen. Ich werde natürlich auch den Flug begleiten. Wir fliegen, wie bereits gesagt, Business Class mit den Emirates über Dubai im A380. Das heißt, es wird mit Sicherheit ein ziemlich cooles Erlebnis und da nehme ich euch natürlich auch mit. Ich zeige euch unsere Unterkunft und natürlich alles Weitere. Deswegen hoffe ich oder denke ich doch mal, dass es hier ein paar coole Vlogs werden und dass es einiges zu sehen gibt. Ich werde natürlich weiterhin viel arbeiten und verfolge das Ziel, Milliardär zu werden. Deswegen wird es da natürlich auch ein paar Einblicke geben, was ich so mache und wie ich da mein Geld verdiene. So, eine halbe Stunde später habe ich so 60-70% geschafft. Und jetzt bin ich gerade an einem Punkt, wo ich einfach keinen Bock habe, mehr weiterzumachen. Denn schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das kennt, meine ganzen Badeutensilien, also Zahnbürste, Duschgel und so weiter und so fort, kann ich noch nicht einpacken, weil ich die ja morgen noch brauche. Ich fliege erst morgen los und genau, deswegen kann ich die überhaupt noch nicht einpacken. Und zum anderen läuft gerade noch eine Waschmaschine, mein ganzes Kamera-Equipment, einen Moment. Mein ganzes Kamera-Equipment liegt hier rum. Hier ist noch die andere Hälfte, die eine Kamera habe ich gerade noch in der Hand. Und es ist natürlich einfach nervig, wenn man deswegen nicht mehr weiterpacken kann. Und ja, deswegen höre ich jetzt auf und mache den Rest morgen weiter. Ach ja, und nicht wundern, ich höre gerade, während ich packe, einen Podcast. So, Freunde, jetzt kommt das große Geständnis. Auch ich ernähre mich nicht immer gesund. Und einen Tag vor Thailand wollte ich auch nicht mehr einkaufen gehen. Deswegen habe ich mir eine schöne Pizza bestellt. Ich glaube, ich habe in dem Jahr noch nie Pizza gegessen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Und außerdem einen schönen Nachtisch. Es gibt Crepes mit Nutella und Leute, Crepes sind einfach nur geil. Ich liebe Crepes. Das gönne ich mir jetzt. Und genau, dann wird noch ein Video produziert für YouTube. Ich weiß noch nicht genau, was für ein Thema, aber ich habe ganz viele Themen zur Auswahl. Ich habe so eine Liste, da sind glaube ich 100 Themen drauf. Also mir werden die Ideen für Videos auf jeden Fall nicht ausgehen. Genau, aber jetzt hat sich erstmal gegönnt. Übrigens ganz schön klein für eine mittlere Pizza irgendwie. Richtig geil. So, der nächste Tag ist angebrochen. Ich habe gestern nicht mehr viel gemacht. Aber jetzt gibt es ein richtig schönes Rindersteak. Bin ich mal sehr gespannt, ob das schmeckt. Das ist vom Rewe, ist das. Probiere ich zum ersten Mal aus. Und Leute, genauso wie es sein muss. Außen richtig schön knusprig und innen, ich hoffe, man erkennt es. So, neuer Take. Jetzt kriege ich es hin, Leute. Innen roh, außen knusprig. So muss es sein. Einen guten. Und wisst ihr, was erstaunlich ist? Normalerweise ist es ja so, Fleisch ohne Gewürze schmeckt gar nicht. Aber Rindersteak schmeckt sogar ohne Salz. Das hat so einen geilen Geschmack, dieses Fleisch, dass es einfach so schmeckt. Ich mache natürlich trotzdem Salz drauf, das schmeckt besser. Aber man könnte es auch ohne essen. Ich habe sogar letztes Mal ein komplett rohes Rindersteak gegessen. Einfach, weil ich es mal ausprobieren wollte. Ging auch voll klar. Also so schlecht ist es gar nicht. So, das Outfit für den Flug, das steht jetzt auf jeden Fall ganz entspannt. Ich ziehe mir dann noch eine Weste an wahrscheinlich. Das ist immer so schwierig. Hier in Deutschland ist es extrem kalt und in Thailand wird es dann extrem warm. Deswegen die lange Hose und dieser Pulli ist eigentlich viel zu warm für Thailand. Da wird man direkt schwitzen, aber in Deutschland ist es halt extrem kalt und ich will auch nicht mit kurzer Hose fliegen. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich fliege nur mit langer Hose, egal wohin. Auch wenn ich von Thailand nach Japan fliege, auch wenn es überall warm ist, immer lange Hose beim Flug. Ist einfach ein Muss. Und ich habe jetzt auch komplett fertig gepackt. Ich mache den Koffer jetzt noch zu. Hier ist mein zweiter Koffer und hier ist mein ganzes Kamera-Equipment. Das Taxi kommt jetzt in einer Stunde circa, ein bisschen mehr als eine Stunde und ich muss jetzt noch mein Video fertig schneiden und auch noch ein bisschen Bürokram erledigen. Deswegen hoffe ich, dass ich das jetzt einfach schaffe
Und deswegen gebe ich jetzt Gas und deswegen verabschiede ich mich auch von euch jetzt. Und wir sehen uns dann morgen hoffentlich in Thailand. In dem Sinne, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Video.